Weiter. Von Design kommen wir zu E-Books, aber Roman sagt mir gerade, dass er gar nichts über E-Books erzählt, sondern wie man sie runterlädt und wie man sie liest. Also er bringt uns jetzt das Alphabet bei. Ja, fast. Ich glaube, Roman hat was Ähnliches gemacht, wie was ich vorhin in meinem Vortrag gesagt habe. Er bleibt an einem Thema dran. Ich weiß nämlich jetzt davon, dass er eine ganze Weile schon immer irgendwas über E-Books und E-Books drumherum erzählt. Und hier gibt es Feedback. Und deswegen, glaube ich, wird das sehr interessant sein, was er da zu sagen hat. Roman, bitteschön. Danke. Ja, hallo allerseits. Sofern ihr nicht diesen Raum verlasst, seid ihr mir jetzt eine halbe Stunde ausgeliefert und ich erzähle euch was. Der Anspruch, mit dem ich hierher gekommen bin, ist eigentlich zu zeigen, wie einfach man Plone verwenden kann, um eine bestimmte Funktionalität, die man von einer Web-Applikation gerne hätte, aufzusetzen. Also so eine Mischung zwischen, ich nutze Plone als CMS und ich verwende es als Framework, weil ich eine tolle Idee habe, die eine bestimmte Web-Funktionalität erfordert und die möchte ich schnell umsetzen. Und während ich der Stefania gelauscht habe, fiel mir auf, eigentlich gibt es auch noch eine ganz andere Lesart, nämlich darüber kann ich vielleicht auch noch mal ganz kurz am Rande was erzählen, dass Responsive Design und E-Book-Gestaltung wahnsinnig viel miteinander zu tun hat. Und deshalb erzähle ich euch im Folgenden in so einer Einführung ein bisschen was verstehen wir, die wir uns jetzt seit 3 Jahren mit E-Books beschäftigen, zum Thema unter E-Books. Möchte euch dann einfach eine schlichte, einfache Plone-Applikation zeigen, die man nutzen kann, um per Zugriffscode DRM-geschützte E-Books herunterzuladen. Und gehe dann ein bisschen in die Technik ein, um zu erzählen, was haben wir denn an dem Plone machen müssen oder was, wo ist uns Plone so besonders entgegengekommen und warum haben wir sowas eben nicht in Joomla gemacht, abgesehen davon, dass wir kein PHP können. Es gab auch andere vernünftige Gründe, warum wir gesagt haben, das ist eine Technologie, da kann ich so wunderbar alle Register ziehen oder bleiben lassen. Das ist genau die richtige. Und dann am Schluss ein kurzes Fazit und Fragen zu allem, was euch interessiert. Ja, ich habe ihn mal vor 4 Jahren auf meinen ersten Vortrag zu diesem Thema geschrieben. Nein, es stimmt nicht. Vor 3,5 Jahren auf den ersten Vortrag zu diesem Thema geschrieben. Die Erben Gutenbergs. Die E-Book-Szene bringt im Prinzip Revolution in einen Geschäftsbereich, dessen wesentliche Erfindung ungefähr 500 Jahre zurückliegt und die der Herr Gutenberg damals in Mainz tat und die seitdem ihr Geschäftsmodell optimieren, nämlich wie kriege ich totes Holz an Menschen verkauft. Und das erfordert ziemlich viel Logistik, ziemlich viel Aufwand, alle möglichen Leute, die entsprechend so einer Handelskette irgendwie partizipieren und setzt gewisse Design- und Lesegewohnheiten voraus, bei denen wir Digital Natives sagen können, interessiert uns alles nicht, schmeißen wir doch erstmal über Bord und machen es ganz anders. Denn am Schluss kommt es auf den Inhalt an und der Inhalt ist nicht an totes Holz gebunden, sondern ist an Ideen gebunden, ist an Geist gebunden. Und das ist ja das, was uns wirklich an Büchern interessiert. Ja, E-Books boomen international und auch ein bisschen national. Sicherlich hat Apple mit seinem Commitment zu E-Books als eine der wesentlichen Schlüsselapplikationen auf dem iPad ganz stark dazu beigetragen. Wir wissen alle, die von Amazon kolportierten Zahlen, dass sie mittlerweile zumindest im englischsprachigen Segment mehr E-Books verkaufen als Taschenbücher, was sicherlich auch der Logistik in den USA geschuldet ist und dem schwach ausgeprägten Buchhandel doch, aber es ist einfach eine Marke. Es gibt große deutsche Konzerne, die das erfolgreich machen. Thalia hat wirklich viele Downloads mittlerweile über seine E-Book-Shops, egal ob man über Thalia, Buch.de oder BOL reingeht. Das gilt für den ganzen deutschsprachigen Raum. Und wir haben uns im Prinzip mit einem Segment auch auf die Distribution und den Großhandel von E-Books konzentriert, sind dort in einem absoluten Low-Cost-Segment, also Bücher zwischen 99 Cent und 2,99 sind aber im Weihnachtsgeschäft jetzt über die 50.000er-Marke gegangen an Downloads pro Monat. Ich sag mal, das ist eine Größenordnung wie das Thalia im Alexa in Berlin oder sowas, also eine richtig große, fette Buchfiliale, die liegt in einem ähnlichen Umsatzgröße, wie wir mittlerweile in den verkauften Stückzahlen. Hätten wir jetzt noch 10 Euro pro Buch statt 99 Cent, wäre ich jetzt nicht hier, sondern wäre am Segeln.
Was sollte man technisch wissen zu diesem Thema? Einer der großen Bringer war sicherlich, dass man einen offenen Standard gemacht hat. Wie sehr häufig führen offene Standards einen im Leben voran? Relevant ist die IDPF, das International Digital Publishers Forum. Die hat eine Norm gemacht, die kurz EPUB heißt. Und die Zutaten sind relativ einfach strukturiert. Es ist HTML, es ist CSS, es sind ein paar Metadaten als XML. Das Ganze verpacke ich ganz nett, baue mir ein spezielles Programm außenrum, was ich als Techniker Offline-Reader nennen würde und bei dem ich halt eben HTML-Seiten nicht mehr von oben nach unten scrolle, sondern indem ich sie einfach blättern kann. Fertig ist ein E-Book und fertig ist auch die Software mit dem passenden E-Book-Reader. Dazu gibt es die entsprechende Hardware, das sind irgendwelche E-Ink-Reader. Jetzt habe ich mein Telefon gerade aus der Schusslinie gebracht. Das kann ein kleines Android-Handy oder ein iPad sein, das kann ein PC sein, Lesegeräte gibt es dazu im Prinzip heute überall. Ein bisschen ein Ausreißer darin ist Amazon, die als Schwergewicht und mit mehr als 50% Marktanteil auf ein eigenes Dateiformat setzen, was so ein bisschen eine Mogelpackung ist, weil eigentlich machen die auch das Gleiche wie EPUB, sie verpacken es nur anders. Während man EPUBs normalerweise in eine ZIP-Datei packt und die ein standardisiertes DRM-Verfahren haben, verpackt Amazon die Bücher eben etwas anders und hat ein proprietäres DRM-Verfahren. So schlicht lassen sich die Unterschiede umreißen. Und deren Layout-Qualitäten, Mobi Pocket nennt sich deren Format, ist etwas schwächer als das, was wir im normalen EPUB-Bereich kennen. Neu ist eine Norm Nummer 3, nämlich EPUB 3. Und das macht das Leben jetzt wirklich spannend. Denn wir können jetzt HTML5 verpacken, wir können CSS3 reinpacken. Wir haben über HTML5 Audio- und Video-Integration. Wir können über CSS3 im Prinzip mit den ähnlichen Techniken, wie du sie eben beschrieben hast, Stefania, machen wir sogenannte Fixed Layouts. Bei uns heißt es nicht responsive, sondern fixed, aber das sagt nichts anderes, als dass ich bestimmte Bildschirmgrößen im Raster quasi schon vordefiniert habe. Und während ein normales EPUB reflowable ist, das heißt sich dynamisch an die jeweilige Displaygröße anpasst, sind diese Fixed Layout Sachen im Prinzip ähnlich wie du es bei Responsive beschrieben hast, so vorstrukturiert, dass ich das halt eben auf einem iPad in der optimalen Größe habe und auf einem iPhone in der optimalen Größe und ich im Prinzip dann letztendlich wieder auf designte Seiten zurückkomme. Und um es noch spannender zu machen, es ist auch Skript erlaubt da drin und die Vision ist relativ klar. Wir werden E-Books als eine Option haben, ein universelles Medium zu verbreiten. Im Prinzip all das, was ich heute mit Apps machen kann, und bei der ich bei einer App von Plattform zu Plattform immer wieder migrieren kann, kann ich mit EPUB 3 in einem elektronischen Buch machen, kann Audio, Video, Texte, Bilder da reinmachen, kann Logik da reinmachen, kann Lehrbücher mit Testsequenzen machen, kann aufs Netz zugreifen und das Ganze kann ich auch noch über einen Buchhandel verkaufen. Eine Verkaufsstruktur, die wir als Informatiker für Offline-Software nie hatten. Wer kennt schon einen Softwareladen, in dem man was Gutes kaufen kann? Buchläden kennt jeder und Internetbuchstores auch. Also da wird sich ganz viel passieren und darüber erzähle ich euch ganz viel beim nächsten Mal. Das ist nicht das Thema, nur um es mal kurz gesehen zu haben. So sieht Adobe Digital Editions, das ist der E-Book-Reader, den man auf einem PC hat halt aus oder auf einem Mac aus. Da kann ich jetzt, gucken wir mal in mein Buch rein. Spannend, was ich euch einfach zeigen wollte, ist, ja, die meisten von euch kennen diese Serie. Irgendwer hat sie ja alle mal als Kind gehabt. Ich habe bewusst dieses Buch genommen, weil charakteristisch für dieses Layout ist eben diese Doppelseite, die man hat. Was ist eine Serie, die zielt immer auf Doppelseiten ab und da waren Kisten und Kästchen und sonst was. Und das kann ich ja alles nicht machen. Stellt es euch auf meinem kleinen Android-Handy vor. Da ist das Ding um ein Vielfaches kleiner oder es ist einfach, machen wir es mal auf Fullscreen, gucken wir mal, ob das hinkriegt, es ist größer. Und der Benutzer kann sagen, ich möchte die Schrift aber ein bisschen kleiner haben oder ich möchte das ganze Ding ein bisschen breiter haben. Das heißt, wir haben ein Layout, der uns im Prinzip ganz schnell den Boden unter den Füßen wegzieht. Und die spannende Aufgabe für den E-Book-Designer ist wirklich, ein Layout zu konstruieren, was den Geist des Buches noch erhält, das ursprüngliche Papierlayout noch wieder reproduziert. Charakteristisch sind zum Beispiel bei diesem Buch solche Kisten und Kästchen und solche Darstellungen. Und der uns ansonsten halt eben auch die Vorteile interaktiver Navigation von Kapitel zu Kapitel, Vergrößerung von Bildern etc. pp. erlaubt.
Ganz wichtig bei dieser Technologie ist DRM. Die Verlage wollten nicht in die gleiche Falle reinfallen wie Audio- und Videoindustrie. Deshalb haben die gesagt, kommerzieller Inhalt wird im Prinzip mit DRM verteilt. Und deshalb gibt es drei konkurrierende Kopierschutzmethoden. Eine von Apple, eine von Amazon und eine von Adobe. Die am weitesten verbreitete und offenste ist die von Adobe. Die nennt sich Adept und die spielt im Weiteren einfach eine gewisse Rolle. Wie verteilt man solche Bücher? Die meisten Buchverteilungsstrecken funktionieren so. Ich habe irgendwo einen Shop, einen Internetshop, tralala, gehe ich rein. Das ist einer unserer Mobilshops. Bin auf meinem Handy, stehe an der Bushaltestelle, suche mir ein Buch aus, gehe wie in jedem Internetshop an die Kasse und bezahle, drücke Chugga, kommt das Buch. Kommt aber in Wirklichkeit nicht direkt aus dem Shop, sondern geht in aller Regel an eine Serverinfrastruktur, die das Buch personalisiert und das DRM hineinmischt. Das heißt, es gibt irgendwo einen Content-Server und dieser Content-Server kann mit dem Shop gebundelt sein, kann aber auch wo ganz anders sein. Beispiel Thalia. Thalia hat vier Lieferanten, einer davon sind wir. Die machen den Shop, wir machen die Auslieferung. Wenn ich ein Buch gekauft habe bei Thalia, ein E-Book, dann wird so eine lange URL generiert und signiert. Wir kriegen die URL und liefern aus unserem Adobe-Content-Server dieses Buch aus. Das unterscheidet uns von einer normalen Musik- und Video-Download-Plattform. Und da gibt's im Prinzip darüber, neben diesem Mainstream, gibt's noch diverse andere Formate. Klar, PDFs spielen bei elektronischen Büchern immer noch eine große Rolle. Es gibt neben dem harten DRM auch ein weiches DRM. Sidmark ist so eins, da werden im Prinzip Wasserzeichen versteckt hineingemischt, dass man es nicht findet. Es gibt aber auch File Open. Irgendjemand aus der Bibliothekszene war da, die könnten das kennen, weil das wird gerne von Bibliotheken eingesetzt. Plugins im Acrobat, mit denen man DRM machen kann. Das heißt, beim E-Book-Distribution ist DRM eine ganz entscheidende Größe. Und das sind relativ aufwendige, teure Konstruktionen. Und wir wurden gefragt, könnt ihr uns nicht im Prinzip einen Download-Server bauen, bei dem ein Kunde einen Code bekommt, diesen Code eintippt und ein Buch herunterlädt. Mit DRM. Per E-Mail. Oder ohne DRM oder mit dem DRM und per Download. Solche Produkte boomen zurzeit, gerade in den Fachwissenschaften. Da gibt es juristische Fachbücher und medizinische Fachbücher. Und die machen genau sowas. Die drucken dicke Bücher und als Mehrwert kommt vorne ein individueller Code rein. Kann man mit Digitaldruck heute wunderbar machen. Und diesen Code tippe ich irgendwo ein und dann will ich das Buch herunterladen und der Verlag möchte das selber steuern, möchte wissen, welche Downloads er hat und möchte im Prinzip darüber hinaus auch noch kontrollieren, wer hat es geladen und all solche Zusatzinformationen haben und natürlich das DRM einstellen. Wir haben eine Lösung daraus gebaut, die nennt sich Code 110 E-Code. Beschreibung ist Code rein, E-Book raus. Und das ist für den Endkunden, ist es was ganz Einfaches. Da links oben das Blaue, das ist der Endkunde. Der Endkunde ist ein netter Mensch, der tippt im Prinzip irgendwo da rechts oben über ein Kundenwidget, tippt er im Prinzip seinen Code ein und dann geht das an irgendeine Datendrehscheibe, die validiert den Code, guckt, ob der noch gültig ist und liefert ihm dann ein Buch aus. Und da ich eben gesagt habe, es gibt halt eben ganz verschiedene Arten, Bücher auszuliefern, haben wir im Prinzip hinten dran hängen müssen eine komplette Infrastruktur, um Bücher auf verschiedene Arten und Weisen zu entwickeln, auszuliefern. Eben über Adobe, über unseren eigenen Adobe-Server, mit DRM, ohne DRM, per E-Mail und so weiter und so fort. Und parallel kann der eigentliche Buchbesitzer, der Verlag, möchte im Prinzip neue Bücher in diese Lösung einstellen und neue Codes sich erzeugen und möchte im Prinzip auch eine Auswertung haben, wer hat mein Buch runtergeladen und wie viel sind davon runtergeladen. Und je nachdem, wenn es dann noch Bücher sind, die dann vielleicht verkauft werden, dann möchten wir auch noch drauf gucken und das Ganze abrechnen, weil für Gottes Lohn alleine ist auch das zu aufwendig. Also ganz schlichte Lösung. Links das erste Formular ist für den Kunden dieses kleine Dreieck. Gratis E-Book abholen. Ich tippe meinen Code ein und tippe vielleicht noch meine E-Mail-Adresse ein. Sage, ich will den Newsletter abonnieren, finde ich toll. Bekomme eine Antwort, dass ich es herunterladen darf. Und tschakka, als nächstes habe ich das Buch. Und die Frage war halt eben, wie kann man das am besten machen? Das kann ich auch im Prinzip alternativ zum Beispiel hinter einem Shop machen. Da links oben sieht man so eine typische Shop-Adresse. Sowas erzeugt beispielsweise Thalia, wenn die bei uns ein Buch abholen, ist signiert und hat diverse Magics da drin. Und wenn ich diese URL so eintippe, kriege ich auch das Buch, wenn ich alles richtig mache.
Parallel dazu soll der Verlag im Prinzip eine Oberfläche haben, mit der er das Ganze verwalten kann. Das heißt, der hat eine Oberfläche, bei der er sieht, wie viele Downloads hatte ich, bei dem kann ich meine Bücher angeben etc. Also ich brauche einen Administrationszugang. Ich brauche möglichst simple, einfache Formulare für einen Endkunden. Ich brauche eine Web-API, die ziemlich robust und sicher sein soll. Und das Ganze soll es auch aushalten, wenn da 10.000 Bücher runtergeladen werden und nicht nur 10. Also das soll auch noch performant, skalierbar und robust sein. Und da kenne ich im Prinzip nur ein System, mit dem ich das im Prinzip in 3 Tagen aus dem Ärmel schütteln kann. Und das ist Plone. Was sind die Zutaten, die wir dazu verwendet haben? Zutat Nummer 1 ist, wir haben uns Plone genommen, out of the box, 4 Punkt irgendwas. Ist aber egal welches. Das zweite ist, diese Diskussion, die heute Morgen so leicht aufgeflammt ist mit dem Bekenntnis, Plone ist ein Framework. Ja, ist denn das neu? Ich fand diese Diskussion seit 6 Jahren müßig. Wir haben Plone immer dann erweitert, wenn wir es für irgendwas brauchten. Also natürlich hat Plone immer diesen Framework-Aspekt. Also haben wir 2 neue Content-Typen definiert. Das eine waren die E-Books und das andere war noch ein Folder, in die wir diese E-Books hineintun konnten. Dafür braucht es einen Python-Programmierer, der sich mit Plone auskennt. Wenn er sich ein bisschen elementar damit auskennt, ist das relativ schnell gemacht. Das nächste, was wir dazu brauchten, ist diese Download-Formulare. Also für diese Download-Formulare, da brauche ich eigentlich nur HTML und da will ich vielleicht noch 2, 3 Individualitäten reinschreiben, wie eine Fehlermeldung oder sonst was. Da brauche ich auch kein Plone mit einer Benutzerverwaltung oder sonst was dafür. Das sind 3 bis 5 Formulare, die ein bisschen anders aussehen, die man ein bisschen anpassen kann. Da reichen einfachste Page-Templates mit SOAP in ein Verzeichnis hineingeschrieben. So viel Code, ich zeige Ihnen nachher, schnell runtergetippt. Ist etwas, wo wir im Prinzip ganz viel von dem, was uns Plone als Mechanismus, wie Zugangskontrolle, gesicherte Bereiche und sowas alles abnimmt, eigentlich Overkill ist. Und hintendran muss der Entwickler im Prinzip jetzt die Action ausführen. Das heißt, wenn ich das Formular ausdrücke und auf Download drücke, naja, dann muss halt irgendjemand hingehen, gucken, ist der Download-Code noch gültig? Wie oft wurde er schon benutzt? Kann ich das Buch ausliefern und kann ich es freigeben? Und wenn ich es freigebe, muss er einen Link erzeugen, mit dem man das Buch herunterladen kann. Also ich muss eine Action-Klasse programmieren, mit der man im Prinzip genau diese Fachlogik wieder einbringt, nämlich wann ist ein Code gültig, wie hat er auszusehen und wann darf ich das runterbauen. Und neben diesem Formular, habe ich gesagt, wollten wir noch einen zweiten Einstieg haben, nämlich diese schönen langen Webadressen. Auch da braucht es im Prinzip wieder ein einfaches Utility, was diese Adressen analysiert, die gleiche Action-Klasse wieder aufruft und guckt, ob ich das Buch ausliefern darf. Was dabei rauskommt, ich zeige es euch lieber live, ist dann ein System, mit dem wir, was haben wir hier? Hier haben wir die Benutzeroberfläche, mit dem ich wirklich dann eben auf die Schnelle mir die unterschiedlichsten Formulare definieren kann. Habe ich jetzt wieder ein Netz? Ja, super. Das ist jetzt einfach, sind jetzt Beispielseiten. Hier in der Mitte, da wo dieser grau schraffierte Bereich ist, da findet das eigentliche Formular statt. Und da unten sieht man die iFrame-Angabe. Die kann ich mir im Prinzip auf eine Webseite einbinden wie ein YouTube-Video. Also jeder Verlag, jeder Mensch, der Bücher verschenken will, auf diese Art und Weise, nimmt sich im Prinzip einfach so ein vordefiniertes Formular. Das kann ein großes Formular sein, das kann aber auch ein relativ kleines Formular sein. Ich gucke mal, was haben wir da als nächstes? Okay, da ist zum Beispiel noch die Hilfe dabei, wie installiere ich mein, also wie lese ich das Buch, wenn ich etwas mehr gerne erklären möchte als Betreiber von so einer Webseite. Oder ich gucke mal, da gab es noch irgendwo kleine Schlanke dabei. Ja, sowas Kleines, was ich mir seitlich in Portlet rein definieren kann. Und wenn jemand sagt, das hätte ich aber jetzt gerne nicht in rosa, das ist ein ganz einfaches, da frage ich nur meinen Code ab. Hat große Vorteile, weil ich dann nicht unter den Datenschutz falle. Deutscher Datenschutz, Gott, wer hat das erfunden? Dann, wenn es jemand nicht in rosa haben will, kriegt es halt in hellblau. Die zweite Komponente ist im Prinzip Plone, und zwar Plone out of the box. So wie ich Plone halt eben nehme, denn es geht um eine Administrationsoberfläche. Es geht jetzt nicht darum, dass ich da jetzt großartig in Schönheit sterben will. Das ist die Oberfläche, auf der sich ein bestimmter Verlag anmeldet. Und was halt eben passiert, ist, dass ich da unten im Prinzip ein paar Verzeichnisse mit abgekürzten Verlagsnamen habe. Und wenn sich dieser Verlag anmeldet, sieht er natürlich nicht die ganzen Verzeichnisse, so wie ich da als Administrator reingeht, sondern der sieht natürlich nur das Verzeichnis, in dem seine Bücher drin sind. Schenkt mir Plone.
Genauso die Methodik, Bücher anzulegen oder Verzeichnisse anzulegen, nach einem bestimmten Bearbeitungsschema, nach einem Zugriffsschema, nach einer Art und Weise Dinge zu machen, auch das schenkt mir Plone. Ihr seht, das ist wirklich ein ganz einfaches, generisches User-Interface. Nur der Datentyp, der dahinter liegt, dieser Content-Type, das ist halt eben unser E-Book-Container. Das heißt, das ist eben ein Container, in dem ein paar zusätzliche Felder integriert worden sind und der dann halt eben auch nur in der Lage ist, E-Books aufzunehmen. Und in so einem E-Book kann ich dann halt eben frei konfigurieren, meine Fachlogik. Das, was ich brauche, um dann zum Beispiel zu sagen, Alice in Wonderland, das hat irgendwie eine interne Beschreibung. Das hat die Möglichkeit, dass ich im Prinzip einen Haufen Codes dazu habe. Ich kann mir im Prinzip neue Codes generieren lassen. Also ich kann mir die irgendwie im 10.000er-Pack erzeugen lassen. Was hätte ich denn gerne? 500? Mein Gott, ist nicht spektakulär. Jetzt macht er halt 500 Codes und übernimmt die 500 Codes und die kann ich gleichzeitig mir rausgeben lassen, um sie dann als Druckerei auf Gutscheincodes zu tippen etc. Also ganz viel Plone, ganz viel natives Plone mit einer einfachen, robusten Arbeitsoberfläche und Code dahinter zwei zusätzliche Content-Typen, mit denen ich im Prinzip diese Fachlogik abbilde. Zack, zack, zack. Genau das ist das, was ich erzählt habe. Wir brauchen im Prinzip zwei neue Content-Typen, haben ein bisschen was an Definition dabei gesteckt, brauchten auch kein neues Dexterity oder sowas, reichte wunderbar mit Archetypes, bewährte Technologie, Indizes, damit man schneller suchen kann. Das, was man auch mit dieser Lösung machen kann, ist natürlich dann auch anzuschauen, super, ich brauche meine Brille, ist, dass ich dann im Prinzip auch gleichzeitig sehen kann, wie viele Bücher habe ich denn heruntergeladen, jetzt oder in der letzten Woche, und die Möglichkeit, mir im Prinzip das dann als Excel runterladen zu können, das Ganze wieder auszuwerten, sodass ich wirklich eben eine robuste Informations- und Administrationsoberfläche habe, auf der ich dann Abrechnungsprozesse laufen lassen kann, auf der ich als Marketinginstrument dann wieder Auswertung machen kann. Wer nutzt denn mein System? Wie nutzt er es? Was machen die Leute damit? Fachlogik, die halt eben zusätzlich integriert worden ist. Für Techniker vor drei Jahren fanden wir dieses Optimistic Locking und das Handling von Plone-Transaktionen blöd. Mittlerweile hassen wir es. Und insbesondere unter solchen Situationen, wo man damit rechnen muss, dass ich einfach im schlechtesten Falle 10.000 Zugriffe gleichzeitig habe und dann versuche, in Plone irgendwas zu protokollieren, Gott bewahre. Ich kann mir vorstellen, wie das Transaction Log aussieht und wie es da drin nur so kracht. Solche Daten, insbesondere wenn sie dann weiterverarbeitet werden sollen in Abrechnungsprogrammen etc., gehen bei uns eigentlich nur noch raus in SQL-Datenbanken, sodass wir dann auch sicher sind, dass uns kein Plone dort in den Weg kommt. Alles andere ist Plone, Benutzerverwaltung, Zugriffsrechte, die Möglichkeit, das Ding über CO zu skalieren, die Möglichkeit, dass ich im Prinzip vergleichsweise leicht mehrere Instanzen damit aufsetzen kann oder halt eben eine ganze Reihe von Verlagen innerhalb einer solchen Instanz abwickeln kann. Alles Plone Standard. Ja, Formulare habe ich eben mal durchgezappt, gibt es verschiedene. Wir realisieren es wirklich so, dass wir innerhalb dieses Plones Bereichs uns einen Ordner angelegt haben, den wir gar nicht über Plone pflegen, sondern unten einfach über das ZMI, keine Master-Templates, nichts hineinladen, sondern wirklich schlicht 50 Zeilen, 30 Zeilen HTML da reinschreiben und die werden dann meistens auch irgendwo extern gepflegt, hochgeladen und mein Plone-System, mein SOAP verarbeitet sie und ja, das ist irgendwie so der typische Formularaufbau. Für die Techies, die vielleicht hier anwesend sind, noch der Hinweis, wir haben noch irgendwo so ein bisschen dann noch was Nettes genutzt, indem wir dann wirklich ZOAP-Komponentenarchitektur verwendet haben, um die verschiedenen Auslieferungsmethoden dann wirklich jeweils in eigene Objekte und Adapter gekapselt haben. Das heißt, wir haben einfach ein Grundrepertoire genommen uns, bei dem es im Prinzip intern im System vier verschiedene Möglichkeiten, die Bücher auszuliefern, nämlich sie zu versenden, sie per E-Mail zu versenden, die URL per E-Mail zu versenden, sie direkt zu streamen oder sie im Prinzip eine URL zurückzuliefern auf
wenn ich auf die klicke, wird gestreamt. Und eben im Prinzip noch eine Methode, um die Downloads zu registrieren. Und mit Hilfe dieses Interfaces kann man sich jetzt im Prinzip, links sieht man es, Adapter definieren. Und ich brauche im Prinzip über das User-Interface eigentlich nur noch auszuwählen, ob das Ding mit dem Adobe Content Server ausgeliefert wird oder mit unserem DRM-freien Free Content Server oder ob es über einen externen Proxy Server läuft oder was auch immer. Wenn ich den passenden Adapter dazu habe, dann sorgt im Prinzip der dazu hinterlegte Code, dass im Prinzip die ganze Fachlogik der jeweiligen Auslieferung gekapselt ist und passend ausgeliefert wird. Und so kann ich relativ schnell nach Kochbuch die Applikation so erweitern, dass wenn mein Kunde sagt, ja, ich möchte jetzt ein italienisches Buch ausliefern und das liegt bei Simplicissimus IT und jeder Download-Vorgang musst du dir im Prinzip vorher eine DRM-geschützte Kopie von Simplicissimus IT holen, dann schreiben wir einen Proxy dazwischen, der genau diese Download-Methode implementiert. An unserem äußeren Interface nach außen ändert sich nichts. Das heißt, der Kunde fragt über das ganz normale Formular wie bisher auch an, gib mir das Buch, tipp seinen Code ein, wir verifizieren den Code, besorgen den Download-Link aus Italien und liefern aus. Jo. Ja, wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen? Als Dienstleister ist man typischerweise von Geld zu überzeugen. Es war zuerst ein Projekt. Uns hat ein österreichischer Verlag angefragt, der das Ganze einsetzt. Relativ innovativer Verlag, nämlich der ÖGB-Verlag. Ich zeige es euch gerade, wie es dort ausschaut. Tschau. Kommt gleich. Ja, das innen drin eingebettet ist die Website vom ÖGB-Verlag und da unten ganz schlichte Ausprägung sieht man dieses Download-Formular, was wir eben hatten. Das heißt, wie wir uns dort einklinken in die jeweilige Website, ist eigentlich völlig egal. Man sieht überhaupt nicht, was dort hinter steckt als Technologie. Und der verwaltet jetzt, glaube ich, 30, 40 Bücher, die er nach einem speziellen Verfahren dort ausliefert. Ziemlich erfolgreich, weil genau diese Kombiprodukte für diesen Verlag was ziemlich Erfolgreiches mittlerweile sind. Wir haben eine ganze Reihe von anderen Kunden da gewonnen, unter anderem zum Beispiel E-Books als Incentives. Eine größere Bank verschenkt an ihr Top-Management E-Book-Reader und möchte die kriegt sie direkt aus China. Und die Frage war, wie kriegen sie jetzt die Buchgeschenke, die sie haben, auf diese E-Book-Reader, ohne dass jetzt jemand sich hinsetzen muss und 500 E-Books vorinstallieren muss. Die Lösung war ganz einfach. Es gab einen Zettel mit 5 Zugriffscodes dabei, bei jedem E-Book-Reader. Und die Beschenkten laden sich im Prinzip über so eine Zugriffscode-Seite genau wieder diese Bücher runter. Also wir haben da ziemlich viel Spielraum, was wir mit diesem System machen können mittlerweile. Und daraus könnt ihr schon entnehmen, das, was wir gemacht haben, ist, wir haben es zu einem in Anführungszeichen Produkt weiterentwickelt. Das ist eine Lösung, die kann man wirklich out of the box als Verlag oder wer auch immer bei uns mieten. Risiko bei uns dahinter war sehr, sehr übersichtlich, weil uns eben Plone so viel an Grundfunktionalität mitbringt. Es funktioniert genauso als Plattform für Video und Audio, bloß ist dann der besondere USP, dass wir nämlich DRM-gestützte Buchauslieferung beherrschen, der ist dann halt eben weg, weil Videos runterladen ist jetzt nicht so sexy. Nur halt Videos. Wir vermarkten das im Moment deutschlandweit, aber dank der Internationalisierungsmöglichkeiten in Plone ist es natürlich relativ easy, das Teil jetzt für Italien, Frankreich, die Türkei oder sonst was aufzubereiten. Also das kostet jetzt irgendwie nochmal Nachmittag. Das viel schwieriger ist die Vermarktung in dem jeweiligen Land als die Anpassung der Software hinten dran. Und das, was wir jetzt auf der Buchmesse in Leipzig zeigen, verrate ich hier schon mal. Es wird das Ganze jetzt im Prinzip noch mit personalisierten QR-Codes geben, sodass man coole Anwendung, dass man im Prinzip einfach den QR-Code abfotografiert, draufdrückt, bestätigt und dann das E-Book auf seinem Handy hat. Ich liebe es. Und das Ganze DRM geschützt. Ja, mein Credo war hier nicht Werbung zu machen. Also versteht mich nicht falsch, wenn mir meine Lösung gefällt, dann nicht, weil ich bei euch damit Werbung machen wollte, sondern weil ich euch einfach erzählen wollte, für solche übersichtlichen Anwendungsszenarien sollte man sich ernsthaft überlegen, Plone als Technologiebasis zu benutzen, weil man im Prinzip in diesem ganzen Paket ziemlich viel bekommt, was out of the box ist und bei dem man sich wirklich dann auf wenige fachspezifische Logiksachen konzentrieren kann. Die Mittel sind locker ausreichend für solche Anwendungen
Und ich sagte es schon, wir hassen das Transaktionshandling und immer wenn das Ding entweder sehr lange Transaktionen oder sehr viele kommt, dann ist es kritisch, aber dafür gibt es Workarounds, die man anders handhaben kann. Und wer noch nicht vom Virus der E-Books befallen ist, dem wünsche ich viel Spaß beim E-Book-Lesen. Ich danke euch. Jo, danke Roman. Wie üblich, Fragerunde, ich komme mit dem Mikro rüber. Genau. Das war überzeugend, ja? Kommt. Die wollen alle zum Kaffee. Keine Fragen, wie es aussieht, dann trotzdem danke. Und noch dann jetzt eine lange Kaffeepause. Ja. Bis nachher. Danke.